Hallo und moin moin. So. Haben wir Cricket Bleib jetzt auf der schon? Straße. Ja, Deine Cricket, Überleben Cricket, schaut warte, an. lauf nicht für Cricket. Ich will sehen, ob wir die. Wir haben schon Zu gekauft. Ja, Wasser. das ist ja gut. Dann Zu viele Meilen auf der Straße. können wir hier ab Wenigstens dieser hast du die Stelle Zeit weiter umständlich. nochmal spielen. Aber ihr seht, wie schnell es geht, ne? Dass man versehentlich mal auf die eigenen Leute schießt. Deswegen habe ich in V2, glaube ich, immer allen Siedlern Munition gegeben und mindestens den Hut, den Minuteman-Hut. Da wusste ich immer, ja, es sind Freunde oder so. Der Feind hat das nämlich nie aufgesetzt. Okay, da können wir ja nochmal machen, diese Stelle. Das ist nicht so schlimm. Ich will dich jetzt aber nochmal ablegen. Die. Gut, Glück ist da, das ist gut. Wunderbar, Sturmgewehr ist da. Prima. Die Zehner werde ich nicht behalten. Ich werde diese jetzt nehmen. Wobei die eigentlich auch schon gefällt. Och, die hat überhaupt keine Präzision. Naja. Ich will mal ausprobieren. Nehmen wir die mal als Standard. So, geht. Nehmen wir die. Kommst mit? Oh, ist das doof gelaufen. Komm, wir gehen nochmal zur Straße. Vielleicht kommen ja da wieder ein paar Gunner anmarschiert. Die Damen sind allein auf der Welt. Na, Leute. Das geht nicht. Das ist meine 5. So. Ja, die hat schon ihren Zweck, diese Waffe. Haben wir alles? Ja, danke, ich gebe noch. So, jetzt müssen wir hier um die Ecke und dann speichern wir nochmal zur Sicherheit. Ich werde die Waffe auch wieder wechseln. Was habe ich? Ich nehme die Pistole in die Hand. Und dann werde ich mal nicht auf die Mimositäten dieser Leute hören. Wenn du arbeitest, kannst du Ja, essen. So ja. einfach ist Ich will mal was gucken, aber sei mal ruhig, ich muss mal gerade was nachdenken. Du wärst doch ideal für den Slot geeignet, nur den haben wir noch gar nicht erobert, entdeckt. Der wäre hier, glaube ich. Okay, das würde aber passen. Da würdest du dich wohlfühlen. Wir Ich bin müssen. neu in der Gegend. Was? Ich wollte mich mal vorstellen. Hat die mich Naja, oben ich wollte gerannt? mich bei dir nur für diese Gelegenheit bedanken. Ja, Ich bin ja. gerne bereit, dir zu helfen. Ich will Du dich musst aber es mir nur sagen. wegschicken. Ich will hier abreißen. Aber ich will hier keine weiteren Leute. Brauchst du irgendwas? Um Na? ehrlich zu sein, sind unsere Lebensmittel knapp. Wenn du da was machen könntest, wäre das toll. Ja, ich könnte was machen. Warte, warte. Du könntest nach. Ich guck mal, wo du hingehen könntest. Also, dich bewegen wir mal nach Oberland? Nee, Sanctuary? Nee, auch nicht. Nee, nicht. Aber Nessie vielleicht? Red Rocket? Wir haben ja noch nicht viele. Ich möchte eigentlich, dass die sich. Die könnten doch nach Ten Pines Bluff gehen. Du könntest Versorgungsroute machen hierher. Das machen wir mal gleich. Aber jetzt kommt erstmal die Bewegung ins Spiel. Ten Pines Bluff, bitte. Und du bitte auch Ten Pines Bluff. So, und was ist mit dir? Du könntest auch noch Ten Pines Bluff gehen. Da ist genug Platz, ja, das ist prima. Habe ich dich schon nach Ten Pines Bluff geschickt? Jetzt bewegt sich wieder keiner weg hier. Aha. Ten Pines Bluff bitte. Drei Leute. Du bitte auch Ten Pines Bluff. Du bist schon zugeordnet. Du nochmal. Auch schon. Dich möchte ich auch noch Ten Pines Bluff haben. Ihr passt wunderbar dahin. Da haben wir freies Land. Und da könnt ihr alle wunderbar arbeiten. So, dann sacken wir jetzt alles ein. Dann machen wir hier statt der Burg. Och, die blöden Mutanten krabbeln sich schon wieder. Ja, da mischen wir uns jetzt mal nicht ein. Ich warte einfach nur, bis sie weg sind. Was zum?
Was jetzt? Das hörte sich da. Er ist verschwunden. Wer ist verschwunden? Was ist da gerade passiert? Was ist los? Hey. Ja, wir müssen hier irgendwie, ich werde mal speichern, zwischenspeichern wenigstens. Warum muss es nur so still sein? Legen wir los! Haltet sie mir vom Hals! So, du. Moment, wir nehmen was Neues. Ja, ich komme. Wenn ich durch kann, bekomme ich. Na gut, kommt halt die Brechhalle. Jawohl. Den auch. Da ist aber noch einer, Moment. Was willst du denn? Mich einknabbern? Du weißt doch, wo du rattert. Moment, ich leide da, dann komme ich nicht raus. Alles noch dran. Böse Jungs hier immer. So, gucken wir doch gleich in die Kiste. Ist hier noch einer? Nein, keiner. Hier ist auch nichts. Den haben wir schon. Ja, auch. Und da war noch was, ne? Nein. Du? Ja, bist auch. Okay. Keine Vase. Hier steht sonst immer eine Vase. Sieht eigentlich eine Urne eher aus wie eine Urne, aber brauchen wir nicht. Okay. Komm, wir gehen wieder zurück. Du musst nur die Waffe wechseln, nicht diese böse, böse Waffe. Nee, die haben wir schon. Die haben wir auch. Das Problem ist, sie reagieren immer da drauf und ich will eigentlich, dass die beiden weitergehen. Die wollen gar nicht zu uns, ne? Oh, hier ist eine Flasche. Hops. Hopp, hopp, hopp. Ja, mal gucken, ob da hinten einer ist, dem wir was verkaufen können. Da ist nämlich einer versteckt. Wenn man da friedlich hingeht, könnten wir Glück haben, dass da einer wohnt. Ups. Ah, da wohnt wirklich einer. Hi, du da. Hi. Ich kaufe und verkaufe. Ja. Zeig einfach mal, was du hast, dann sehen wir, ob wir uns einig werden. Ja, mal gucken, ne? Machen wir. Dann lass mal sehen, was du so hast. Okay, was hast du denn so? Knuspriges Eichhörnchen hast du. Und einen Kochtopf hast du auf jeden Fall. Brauche ich einen Kochtopf? Nein, ich brauche keinen Kochtopf. Du hast 29 Dinger. Da könnte ich dir ein paar Munition für geben. Moment. Hier, die Planken kannst du haben. Vielleicht haust du jemanden auf die Bälle damit. So. Eine Pistole? Willst du eine Pistole haben? Wie schwer ist die? Wie teuer? Das ist zu teuer für dich. Das kannst du dir gar nicht leisten. 15, war es ein bisschen mehr. Ja, danke dir. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Komm, ey, da, der ist friedlich. Ein klitzekleiner Händler, aber den können wir so lassen wie er ist. Was ist das? Jemand da? Ich mir hängen. Ja. Was? Ja, mach mal, räum mal. Was? Jungs hier. Oh, der hat was Cooles. Was gucken wir uns gleich mal genauer an. Hast du schon erledigt? Ist ja prima. So. Komm hoch. Da ist der Aufgang. Cool, der hat geholfen da hinten. Prima.
Ich nehme eins. Was war das denn jetzt? War da ein Auto? Oh, das ist ja auch gefährlich hier, das Auto. Die Raider dachten, wir wären leichte Beute. Ja. Jetzt wissen sie es besser. Ja, wissen sie. Aber weißt du, ich hatte dich eigentlich auch weggeschickt. Oder hatte ich dich nicht weggeschickt? Doch. Dich hatte ich weggeschickt. Komm, geh bitte. Ich möchte, dass du gehst. Du könntest an das Sanctuary gehen. Dann haben wir einen Grund, da zu bauen. Und einen brauche ich auf jeden Fall von euch. Die Frau könnte auf jeden Fall auch wohin gehen. Ich würde sagen, du könntest zur Oberlandstation marschieren. Das ist doch gut. So, jetzt nehme ich euch diesen Pott da weg. Nee, jetzt kann ich das schwer. Was? Doch, weg ist er. Hey. Oh, hier sind ja doch noch so viele Leute. Ich muss denen das Wasser wegnehmen. Ja. Ich will eigentlich nicht, dass hier noch jemand wohnt. Das Essen kommt auch weg. Einlagern. Ja, so. Wir wollen hier umbauen. Das machen wir später, aber also nicht jetzt. Aber ich will das hier umbauen. Ich will hier nicht reparieren. Wir machen das komplett neu. Die Betten muss ich noch einlagern, wenn ich denn da hinkomme. Moment, komme ich nicht hin, ne? Nee, komme ich nicht hin. Ups. Oh, oh, das wird aber heftig. Scheiße. Daneben ist auch vorbei. Moment. Nee, so geht das nicht. Wache ist auch aufgelöst. Hatte ich dich nicht weggeschickt? Eigentlich schon, ne? Könnte es doch zur Ebernesse gehen. Na gut, dann warten wir mal ab. Und einen möchte ich als Versorger. Du machst einen Versorger. Moment, da müssen wir erstmal gucken, wohin. Der könnte doch zum Beispiel Versorger zur Oberland machen. Das ist gut. Das machen wir. Dann haben wir unsere erste Versorgungslinie, Oberlandstation. Das ist auch nicht so gefährlich. Naja, er muss den Weg hier lang und... Bist du nicht einer dieser Synths, die nicht so aus spionieren wollen? Ich bin zwar aus Metall, aber ich habe eine Power-Rüstung. Jawohl, habe ich dich weggeschickt? Das sieht so aus, ne? Wann habe ich den weggeschickt? Moment, jetzt habe ich keinen mehr. Zwei. Du sollst dich bewegen, habe ich doch gesagt, oder? Nach Sanctuary. So, du machst, dass du weiterkommst. Da mache ich den zum Versorger. Und zwar habe ich gesagt, Oberland, ne? Oberlandversorger, dann kann er zwischen diesen beiden Versorger machen. So, dann ist er der Einzige, der hier bleiben soll. Das hättest du sehen sollen. Aus den Raidern haben wir Kleinholz gemacht. Ja. Die kommen nicht mehr wieder. Ist ja gut, ich muss dich nur umziehen. Warte, du bist noch nicht umgezogen. Bettversorger. Ja, dann haben die immer, das können wir gleich zeigen nochmal. Warte mal. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Tauschen. Also, die kriegen von jeder Munitionsart eine Munitionshülse. Ich nehme ihnen alles andere weg. Ne? Das nehme ich weg. Meistens haben die auch noch ein paar Kronkorken dabei oder so. Und die nehme ich denen auch weg. So, die sind praktisch nackt. Ne? So, und dann kriegen sie von jeder Munitionsart eine Patrone. Ja, ihr seht, hier, gut, Fusionszellen hat er wohl, warum habe ich dem 6 Fusionszellen gegeben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich nochmal in die Dings gucken. Dann kriegt er unbedingt den Minutemen-Hut, den er auch auf hat. Und dann kann er mit Splittergranate schmeißen und die Waffe, die kann er sich selber aussuchen, welche er nimmt. Dann hat er den Minutemen-Hut an und diese Jacke, die wird hier nur komischerweise nicht aufgeführt. Ne, das ist so Unterkleidung oder so. Naja, Mantel würde keiner so anziehen. Es sei denn, er ist ein Spanner. Nee, wie heißen die?
Naja. So. Ja. Ja, so ist das. Dafür kriegen die ja auch was. Ich gebe denen, es ist ja nicht so, dass ich denen jetzt nichts gebe, ne? So, bitte. Sei so lieb. Mach Versorgungsroute. Schau mal, ob die geklappt hat. Was? Den habe ich schon längst weggeschickt. Wo ist der denn jetzt hin unterwegs? Dann habe ich den nach Sanctuary geschickt, diesen Banausen. Warte hier, du Dröhnbüttel. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Lauf doch nicht immer gleich los. Du sollst dich von Sanctuary... Doch, das könnte er eigentlich machen, aber er geht den falschen Weg. Halt! Oh, oh, ich muss sie unbedingt in den Modus. Moment. Der läuft weg, der läuft weg, der läuft aus dem Gebiet. Der soll zur Red Rocket einfach noch gehen. So. Haben wir noch jemanden, der hier laufen könnte als Versorger? Eine von den Frauen. Die habe ich aber alles schon zugewiesen. Jetzt mal auf, von wo läufst du denn? Du könntest Versorger Greygarden machen. Nein, du könntest Oberlandstation gehen. Gucken, wo sie jetzt geht. Und halt! Stopp, oh, das bringt er ja völlig durch. Arbeit, wie jeden ja, Tag. Ja. Immer das Gleiche. Warte, lass mich mal deinen Weg stellen. So. Ich muss gucken, wo du jetzt läufst. Die läuft auch nicht da, wo sie soll. Habe ich die an das Sanctuary geschickt? Ja, die läuft anders. Halt! Wo ist sie? Bleib mal hier. Nein, bleib hier. Kuh. Die war auch Sanctuary. Die könnte nach Evanesi gehen. Dann haben wir von Sanctuary 2, aber das macht ja nichts. Dann sind sie beschäftigt. Und jetzt wenn du noch nicht in Greygarden warst. Doch, da war ich doch schon. Dann schicken wir zwei Versorger von Sanctuary los. Und du sollst auch Versorger sein. Und da ihr beide den Weg geht... Solltest du es dir mal ansehen. Da wird alles von Robotern betrieben. Was ist jetzt eigentlich mit dir? Wo kommst du denn jetzt wieder her? Das sind die beiden. Okay, den habe ich offenbar auch zugewiesen. Haben wir denn jetzt... Wir haben zwei Leute hier. Das bedeutet aber... Der ist auch um die Ecke gegangen. Es muss doch einer von denen in der Lage sein, zur Oberleitstation zu gehen. Aufregend, Alter. So, jetzt gucke ich gleich nochmal. Der kommt auch woanders hin. Moment, der geht nach. Den habe ich nach Ten Pines Bluff geschickt. Das ist viel zu weit weg. Der könnte zur Red Rocket gehen. Warte. Du bist noch nicht fertig. Du musst auch noch umgekleidet werden. So. Und du gehst dann zur. Was habe ich gesagt? Red Rocket, ne? Kuh. Oh, ich bin gar nicht so schnell. Red Rocket. So, jetzt müsste er die Route. Sein Zuhause müsste er jetzt in Ten Pines Bluff haben. Und er geht zur Red Rocket und die anderen beiden gehen genau umgedreht. So passt das doch. So ist es doch gut. Was ist jetzt mit dem da, den wir hier noch haben? Wo war der denn? Der ist einfach um die Ecke. Ach, der steht auf der Wache. Dann sollten wir den da ruhig stehen lassen, oder? Einen hier lassen. Nein, die Waffen gehen von alleine los. Den machen wir auch Versorger. Den kriegt erstmal ein neues Zuhause. Warte mal, du kannst Versorger bewegen. Wir dich mal nach Greygarden Oberland. Greygarden. Nee, du machst den Versorger von hier aus. Du bist ja hier noch ansässig. Und gehst zur Oberland. So. Und jetzt kriegst du aber auch noch Kleidung. Warte, soll schick aussehen. So. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja. Hier wächst alles ziemlich gut. Alles gut eingesappt habe ich. Da ist er noch einer. Ach, das ist der andere. Jetzt haben wir noch einen hier, ne?
Einer ist auf jeden Fall Versorger. Das heißt, der könnte... Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Nee. Einer, der ohne leeren Magen endet. Ja, hier gibt's aber erstmal nichts zu essen. Wir müssen... Da haben wir eine Verbindung. Wunderbar. Dann könntest du zur Oberlandstation gehen. Und von dort... Oder wir schicken dich... Moment, wir schicken dich zur Evernessy. Und von dort könnt ihr zurück nach Greygarden versorgen. Das machen wir. Nee, Moment, wir haben hier noch eine Siedlung, die wir noch nicht erobert haben. Dann würde ich dich doch nicht nach Greygarden. Ich will nur die Versorgungslinie dorthin haben. Wir haben doch nicht so viel, ne? Nee. Und wenn ich den doch als Wache aufstelle... Aber ich will hier umbauen. Ich will ja keine Leute rumflitzen haben. Pass auf, du bist jetzt hier ein cooler Typ. Du bist jetzt nämlich ein... Moment, wie habe ich den genannt? Sicherheit. So. Hä? Sieht doch cool aus, oder? Oh, kann sich drüber streiten. Und jetzt bist du bitte dafür verantwortlich, dass da hinten nichts passiert. So, dann lassen wir den erstmal hier. Okay. Ja, das wäre gut. So, dann werde ich hier vorne. Da steht ja auch noch einer. Habe ich den nicht schon zugeordnet? Doch, der ist zugeordnet. Der will nur nicht. Guck mal da hinten. Geh mal da hin. Da. Verstehe. Ja, bitte, ich hoffe. Hier oben wird jetzt abgerissen. Gnadenlos. Die Waffe lassen wir erstmal in der Gegend hängen. Puh, ist auch nicht so schlimm, Kohle lassen. Moment, ich muss hier nochmal wegnehmen. Das Bett. Das nehme ich auch noch mit. Das lasse ich da hinten erstmal stehen. Die kommt auch weg. So, die Betten weg. Wir brauchen nur ein Bett für ihn. Der andere wird sicher irgendwann verschwinden, hoffe ich. Ich muss hier nochmal eine Platte haben, dass ich mich bewegen kann. Was machen wir denn jetzt hier mit dem Loch? Das lasse ich liegen. Ich nehme erstmal das hier weg. So. Ich muss dem natürlich auch die Möglichkeit geben, dass er ins Bett gehen kann. Mal sehen, wie wir das hier machen. Ich glaube, ich nehme mich doch nochmal alle weg und fange nochmal richtig an. Nein. Nö, doch, da war. So, die Platte lasse ich erstmal, da komme ich so nicht ran. Nein. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Da kann ich auch raus. Den nehmen wir nochmal weg. Was ist hier? Der liegt zu weit oben. Nein, nein, nein. Weg. Ah, jetzt geht er wohl. Der hat den Hut wieder abgesetzt. Hey, du Trümpel. Setz das? Ja, setz doch den Hut auf, Mensch. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Du bist doch gar nicht. Ach, du bist auch gar kein Versorger. Hab ich dich weggeschickt? Ja, dann geh. Und wo will er jetzt hin? Na gut. Achso, den haben wir... Nee, der hat mir doch... Wo ist denn unsere Wache? Das ist unsere Wache abgehauen. Ich werde nicht mehr... Kommt überhaupt noch in meinen Moment. Also das ist auf jeden Fall gesichert. Das passt.
Drei sind hier. Ja, da war die eine Frau, ne? Die haben wir da hingeschickt. Und... Moment, ich muss nachdenken. Ich muss ganz doll nachdenken. Wir hatten doch... Moment, wir hatten... Wieso haben wir drei Leute hier? Wir haben doch keine drei Leute hier. Sollen wir beide zählen auch, aber das ergibt keinen Sinn. Wir haben aber nur ein Bett. Tja, die hängen alle in der Luft hier, aber da kommen wir später zu. So, okay, ich kann nicht darüber hüpfen, ich bin zu schwer. Okay, wir müssen sehen, dass wir diese Platte runterkriegen, dass wir die... die ist dafür ungeeignet. Und wir nehmen mal die dicke Platte von hier. Da ist sie. So, machen wir dann eine dran. Dann können wir nämlich die Treppe wieder anstellen. So. Ja, bisschen nach vorne. Moment, so vielleicht. Ja, das war zu viel. Ich schätze es. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Und hier? Naja, das ist zu weit in der Wand. Ein kleiner Spalt ist eigentlich ganz gut so. Ja, sehr gut. So, ein Stück weg. Das ist eigentlich immer eine gute Basis, habe ich mal festgestellt. Und deswegen machen wir jetzt hier die gute Basis so. Das heißt, wir könnten hier noch einen Posten hinstellen. Ja, geht der da rein? Ja, der geht da rein. Klasse. Das passt wunderbar. Ja, der geht rein, dann machen wir das einfach. Obwohl, das ist eine große Platte, die müssen wir nicht verschenken. Ja. Kommt eine kleine Platte rein. Ja, das reicht. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine gute Basis, an der wir aufbauen können. Ich möchte auch einen Weg nach da oben haben. Irgendwie zu verstehen, glaube ich, ist das schon, ne? Ja, wir uns fehlen jetzt hier die halben Platten. Dafür müssen wir diese kleinen nehmen. Das ist okay. Was ist mit dem Teil? Also mit standardmäßig kann man die nicht wegnehmen. Mit Scrap Eversig kann man das alles wegnehmen, die gesamten Häuser ringsherum. Man hat eigentlich ein Riesengebiet, aber ich gucke mal in die Liste, was unsere Hangman's Alley hat, 1 Million und hat auch 860.000 freie Polygone. Damit könnte man hier eigentlich auch recht gut bauen. So. Aber diese Häuser wegzunehmen bedeutet, dass man ein Riesengebiet hat, weil alle Häuser gehen sofort ziemlich kaputt. Alle Häuser. Und dort reißt man sich Riesenlücken rein, weil dahinter ist dieser Tunnel. Und dann passt gar nichts mehr so richtig. So, ich werde jetzt hier nochmal einen Aufgang konstruieren. Moment, dann nehme ich das Lagerhaus ab hier. Wir mal gucken, wie hoch wir kommen. Moment. Ja, da kommen wir schon nicht mehr weiter. Kriege ich denn da noch eine Platte dran? Drauf? Nee, auch nicht mehr. Das bedeutet aber, wir bauen mit normalem Holz.
Genau, und dann können wir nämlich solche Treppen auch einsetzen. Andersrum. Oh, da haben wir immer einen schönen... Nice. Oh, im Level. Wow. Dann können wir ja gleich mal gucken, wo wir den einsetzen. So, wir werden jetzt hier mit den dicken Platten auch arbeiten können dann. Moment, eine so. Wie weit sind wir denn an dem Gebäude? Ach, da steht ein Bett in der Luft. Oh, Moment, so. Das lasse ich mal da drin erstmal. Das ist hier jetzt. Ja, da passt es nicht. Mal sehen. Wie geht denn das hier? Nee. Da war was. Ja, genau. Und bitte den auch noch. Komm, den auch noch. Naja, ist ja nur Optik. Passt ja nicht wirklich was hin. Das ist ja das Problem. Ah, die passen aber. Sehr schön. Da auch und da auch. Dann haben wir das auf jeden Fall zu. Boah, cool. Das war doch gut eben. Oh, bitte nochmal. Ja, so ist super. Nichts bewegen, richtig. Gucken, ob das so geht. Ist das schon zu hoch oder stört, was stört hier? Ach, den brauchen wir doch gar nicht mehr, den können wir wegnehmen. Und wir haben doch sonst nichts außer das. Das müsste eigentlich da reingehen. Hm. Mal sehen, ob wir wenigstens eine Töne kriegen. Ups. Ja, ich möchte auch immer möglichst ordentliche Platten nehmen. Ja, der will nicht. Nee, der will nicht. Nee. Komm, mach. Okay, ist egal. Weil, den nehme ich jetzt wieder raus und... Ich hatte da einen Tipp gekriegt. Ich will mal gucken, was wir mit diesem Tipp anfangen können. Nee, Moment, der muss hier mit bei sein, dass hier wirklich Sinn macht. Wir haben ja hier solche komischen Gestelle, ne? Können die hier irgendwo draufstellen? Die sind ganz schön wuchtig. Nehmen doch ganz schön Platz weg. Moment. Leider nichts bringen, weil ich komme. Geh mal hoch. Moment, gut. So. Oh ja, die sind richtig hoch. Jetzt haben wir natürlich den Werkstattmodus verlassen. Wir müssten da in die Ecke. Dann hätten wir genau diesen Zugang, den wir brauchen. Schade. Aber da soll sowieso nicht jeder rumkrauchen. Und das tun nämlich Siedler ganz gern, wenn hier wieder welche herkommen. Und aus diesem Grunde werde ich den vernichten und hier einen Fahrstuhl einbauen. Der, hoffe ich, wird tatsächlich hier auch funktionieren. Und wir werden hoffentlich mit einem Vierer ganz glücklich sein. Und das wäre 3. Der ist vierfach. Das ist noch zu niedrig, ne? Wie sieht denn das aus? Doch, das kommt hin. Ich bin irgendwie nicht... Moment. Das passt irgendwie nicht. Das ist schade. Warum nicht?
Ach, ja, sie könnte. Okay. Die raus. Dann ist er wieder zu weit weg. Und ich kriege oben keine Platte mehr hin. Nee, da machen wir das anders. Wir müssen eigentlich... Aber das geht auch nicht. Wir haben ja da normalerweise die Treppe, aber die hört da auf. Was ist, wenn ich den da wegnehme? Den da, den da. Den kann ich nicht wegnehmen. Ich kann nur die Wände wegnehmen. Okay. Was haben wir denn noch an Gerüsten? Das ist das Einzige, was wir da... Wo ist denn die Treppe zu Ende? Das wäre dort, dort. Das ist zu schmal, der kommt da nicht rüber. Also der passt nicht. Der ist wieder... Ah, da könnte man zumindest... Ein Stock höher. Und der würde da reinpassen. Naja, nicht ganz. Da, doch, der ginge. Jetzt ist es zu nahe. Probieren wir es doch mal aus. Ich muss nur wieder unten zu machen. So. So. Wie weit komme ich hoch? Nicht ganz. Nee, das reicht nicht. Also wieder runter. Nee, da habe ich keine Idee zu im Moment. Also, wir werden irgendwo einen Fahrstuhl hinsetzen. Ich will ja eigentlich auch nur diesen Weg sparen. Der ist, Moment, ich habe dort 2, 4, wenn ich die beiden rausnehme, was ist mit dem noch, geht der da eigentlich nicht richtig dran? Sieht so aus, als wenn der da nicht dran sitzt, ne? Als wenn dahinter irgendwas ist. Ich versuche nochmal einen Fahrstuhl. Fahrstuhl. Vierer. Wo ist der Anschluss? Auf der anderen Seite, ne? Da. So. Jetzt haben wir ihn doch hingekriegt. Das ist ja wieder ein Ding. Ja. Cool. Reicht aber nicht. Kommen wir nicht weit mit. Gut. Später. Wir bauen jetzt hier nochmal. Hier kommt ein Stockwerk hin. Wie hoch können wir noch? Ein Stockwerk noch, ne? Ein Stockwerk? Das ist nicht sehr hoch hier, ne. Moment, ich will mal was versuchen. Das geht schon nicht mehr genau. Was ist, wenn ich diese Wände nehme? So, kriege ich eine Platte oben drauf? Nein, das ist also auch schon zu hoch. Bleiben wir also hier bei diesen Platten. Ja, das machen wir erstmal zu. Gut. Ich möchte, dass jeder ein Zimmer hat. Diese müssen wir natürlich auch versuchen, oben drauf zu bekommen. Das heißt, ich werde an dieser Stelle lieber die nehmen. Das geht schon nicht mehr, das glaube ich jetzt nicht.
Okay, dann machen wir das hier anders an der Stelle. Ja, ja. Ah, da kommt der Versorger. Und dieser Schweinepriester hat sich schon wieder die Klamotten ab ausgezogen. Der ist auch blöd, der will noch wachsen wahrscheinlich, ne? Damit ihm das auf die Glatze tropft oder so. Okay. Hier muss aber noch was drauf. Das geht nicht. Ich will mal schauen, was wir machen können. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, das funktioniert. So, so. Jawohl. Und dann machen wir die Ebene dafür. Ups, die ist zu breit. Moment, der ist zu breit. Schmaler. So. Da hoch oder denkst du, komme ich nicht, muss ich Treppe nehmen. Kleine Treppe passt, ja, kleine Treppe passt. So, guck mal. Das ist irgendwie zu viel hier. Das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Schutz. Das lassen wir erstmal so. Jetzt möchte ich hier eigentlich noch was rüber bauen, sodass wir die gesamte Etage haben. Wir müssen, meine ich jetzt, können wir jetzt mit der Wand bauen oder nicht? Nee, das geht schon nicht mehr. Also brauche ich auf jeden Fall. Moment, hier ist Aufgang. Ne? Hier lassen wir auch Aufgang. Und oh, der soll Wache schieben wenigstens. Geh ab. Ups, jetzt habe ich das verschoben. Nein, verschieben. Warum ist der denn so? So. Hast du das kapiert? Du sollst Wache schieben. Verstehe. Ja. Aber bist du flott dahin? Ich muss ja schließlich arbeiten, du musst mich beschützen. Okay, wir müssen da oben auf jeden Fall mit. Moment, da mache ich das so. Das ist der Aufgang und Eingang. Dann mache ich den da weg. Kann das hier hin, kann ich da hoch. Hier müssen wir die Dinger alle austauschen. So. Gegen diese. Und zwar den oder Kupos. So. Nein. So. Ja, das ist doch gut. Dann brauchen wir hier. Ja, die gibt es leider nicht ohne diese Stützpfosten. Ohne Stützpfosten wäre echt cool. Da hätte man die Möglichkeit, so als bitte, wie es bei Voltec ist. Also da ist das ja auch so. Ach, das ist ja falsch. Ich nehme schon wieder die falschen.
Ich glaube, die flachen haben. Die flachen. Nein, die nicht. Die auch nicht. Da sind sie. Genau. Hier können wir auch schon wieder. Dann können wir hier reingehen. Und machen hier auf jeden Fall einen Durchgang. Hier könnten wir noch eine Kammer machen. Dann machen wir hier einen Durchgang. Den lassen wir so. Und hier kommt die nächste Kammer. Also, da kommt noch ein Weg hin. Ja? So. Genau. Hier könnten wir wieder eine Kammer machen. Zwei, drei vielleicht sogar. Das heißt, wir hätten hier noch Bereiche für... Ja, warum habe ich die jetzt weggeschickt? Natürlich habe ich die weggeschickt, damit wir bauen können. Wir können uns nicht bauen, ne? Also, ich finde, das muss so sein, dass wir... Hier können wir eine Kammer hinmachen. Eine Kammer auf jeden Fall. So, jetzt hoffe ich, dass wir da hinten noch Kammern hinbekommen. Eine haben wir schon mal. Ist das eine mit... Ja. Aha, hier geht's nicht mehr wegen dem Balkon, oder? Ja, dann müssen wir den Balkon eben abnehmen. Deko, ist eh nur Deko. Höhö. Na los, komm. Mach. Na los, bitte. Was stört da? Mist daneben gesprungen. Ja Leute, Baustelle, hab ich doch gesagt, Baustelle. Was ist mit diesen Deko-Walls? Ich glaube, das ist zu nah dran. Deko-Wall? Deko-Wall. Das könnte sogar klappen, ne? Ich bin mal gespannt, ob der jetzt reingeht. Ja! Das war doch gut. Genau so wollte ich das haben. Ich hoffe, du gehst da hinten auch rein. Moment, Treppe wieder hoch. Ha, da ist er. Super. Den kriege ich leider nicht komplett weg hier. Geht so nicht weg, nee. Da würde ich die Wand abreißen. Aber... Wir haben ja diese und diese und diese und ja, vielleicht fällt er da ja rein, aber wir können ja ein paar Wände drumherum ziehen. Moment. Also keine Wände, sondern so Absturzgitter oder so. Machen wir es so. Ja, hier kann ein Bett rein. Wunderbar. Hier kann auch ein Bett rein. Schade, das geht so nicht. Moment, das will ich auch nicht wieder wegnehmen. Nee, dann ist das gut so. Höher kommen wir ja leider nicht. Vielleicht sollte ich hier mal einen Fahrstuhl einbauen. Oder hier. Oder hier. Für später. 1, 2, 3. Hier muss der Fahrstuhl rein. Aber wir können den leider nicht höher setzen. Das ist das Blöde. Nein, wir machen hier jetzt erstmal zu Ende. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Okay. Auch okay. Da geht's wieder schon nicht mehr.
Okay, dann könnten wir doch aber hier vielleicht die Deko wegnehmen. Was wäre denn, wenn ich eine Platte versuche da reinzulegen? Nee, die dicke geht nicht. Die kurze. Nee, du sollst da hingehen. Das wäre eine Idee. Ich habe eine Idee. Dann können wir den doch vielleicht etwas näher rücken. Also, den dorthin. Dann würden wir hier einen Versatz haben. Moment, hier müssten wir... Ach nee, das geht nicht. Das geht nicht. Moment. Da ist der Durchgang. Jawohl. Und hier könnten wir doch vielleicht noch einen Raum reinsetzen, oder? Da ist noch ein Raum, ja? Ja, passt, wunderbar. Dann kann der hier nämlich rein und der kann auch rein. Dann ist der Gang hier. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wieder nach rechts kommen. Oder nach links. Vielleicht. Ja, aber der soll nach links versetzt werden. Moment. Oder nach rechts. Ich glaube mal so rum. Glaube ich besser, ne? So, den. Dann. Nein, komm, so ist wunderbar. Jetzt kannst du da noch einen dran setzen. Und noch einen, bitte. Und vielleicht kriegen wir sogar noch einen dran. Ja, die müssen da weg, dann. Das können wir später machen. Und hier kommen noch kleine, sodass wir hier einen Weg haben. Das hier so, passt das dann noch irgendwie... Dann nehmen wir einfach jetzt wieder eine große. Ja. Passt nicht mehr. Hier muss ich verlegen. Komm, du kommst auf. Wir brauchen hier Platz für die Leute. Die sollen hier nämlich nicht schlafen hier oben. So. Und hier könnten wir doch noch ein Würfel zum Pennen in Turn, oder? Ja, der passt. Da hat eine Strippe hier drin. Na gut. Strippe, kriegen wir Strippe weg. Gucken, ob wir Strippe wegkriegen. Ja, ich weiß aber nicht, ob das wirklich die Strippe ist. 3F am Ende. 3F. Ich versuch's. Moment, ich versuch's nicht. Ich werde erst speichern, bevor das schief geht. So, jetzt nochmal. 3F, ne? Disable. Ja, sie ist weg. Hoho! Gewonnen! Jetzt können wir nämlich hier... Die Strippe da oben stört uns nicht. Nur das, was hier quer durch die... Dinger läuft, das ist nicht so schön. So, dann kann man hier doch so gut durchgehen, würde ich sagen, oder? Hier könnte man eine. Ja, ist aber geschlossen. Möchte es eigentlich auch hier gern geschlossen haben. Jetzt mache ich schön, wenn ich die austausche. Ja gut, das wäre nicht schlecht, oder? Tauschen wir die nochmal aus. Die lagere ich mal ein. Die auch. Ja, kommt bitte noch nach vorne. Zu mir. Bitte. Das macht er nicht. Nee, er will es nicht da machen. Oh, jetzt hat er es gehabt. Oh ja, bitte, komm. So ist klasse. Du auch.
Da ist nämlich ein Dach hier drüber. So, das müssen wir irgendwie zukriegen noch. Da passt aber nichts rein. Vielleicht sowas? Nee, passt alles nicht. Okay, das geht nicht. Was ist hier? Können wir da noch was machen? Ja, ja. Das geht auch nicht mehr, aber der auch bitte. Das ist jetzt albern. Gut, ich geht nicht. Dann lassen wir das offen. Ja, man könnte ja vielleicht, wenn ich da hinten, dann vielleicht hier, ne? Okay. Ach, die Waffe steht ja immer noch da am Boden. So. Gut, dann machen wir das jetzt hier mit Wänden zu. Geht denn das? Ja, das geht noch. Prima, da haben wir wenigstens einen gewissen Schutz. Ja, komm. Komm, meine liebe Wand, komm. Nee, das will ich. So. Und, oh, du warst gut da drauf. Ja, wunderbar. Die ist so... Hier versuche ich meine Leiter anzusetzen. Die geht nicht. Ah, die geht. Oh, komm, komm, das ist gut. Platte kriege ich trotzdem nicht drauf, oder? Vielleicht hätte ich da noch mal eine versuchen müssen. Ich bin aber noch nicht raus. Ich bin auch noch gar nicht raus. Jetzt bin ich raus. Moment, ich komme. So. Das ist offenbar ganz minimal. Wenn ich da... Die lassen wir mal stehen, auch wenn sie nicht wirklich Sinn macht im Moment. So, wir haben hier genügend Platz. Hier können wir später noch was machen. Einen Weg gehen oder bauen oder irgendwas. Fahrstuhl einbauen. Ich weiß noch nicht wie. Keine Ahnung. Vielleicht ging eine andere Lösung. Moment. Das wäre... Dann haben wir hier einmal den und den. Diese Platte nehme ich raus und mache... Nee, bessere Idee. Wir haben doch diese Treppen. Und die da hinten nehme ich weg. So, kommst du da raus? Kann ich auch so hinspringen, nur ohne. Ja, bringt nicht wirklich was. Ich mache mal einen. Guck, ob der davor geht. Ja, prima. Ja. Können wir denn da nicht eine kleine Platte drauf kriegen? Das geht einfach nicht, ne? Es dockt nichts an. An den. Das ist der Nachteil bei denen, weil die haben so wenig Punkte an der Seite. Kann man wirklich nach dem Wetter gucken. Okay. So, und hier machen wir noch ein Bett hin. Ja, ja. Ein Bett noch. Nein, ein geschlossenes, andersrum, so, nein, so, auch nicht so rum, sondern so rum. Hier ist noch Platz für jemanden. Mensch, dann haben wir Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Moment, ich mach mal hier 8, 9, 10, 11, ne? Ne, 9. Sagen wir 9. So, weiß ich. 10, 11, 12, 13 Leute. Das ist aber eine blöde Zahl. Oder wir könnten hier auch noch eins hinfriemeln. Dann haben wir nur in der Mitte nichts Abgedecktes. Dann machen wir die beiden da raus. Die lagere ich mal ein.
Den lagere ich auch noch mal ein. Und dann machen wir womit? Ein noch dazu. So. Naja, das ist ein bisschen doof. Nee, das ist sau doof. Guckt man ja nicht später durch. Aber wir können ja einen Flur nehmen. So ein. Guckt man aber auch nicht durch. Moment, dann machen wir den. So, jetzt haben wir es. Und hier müssen wir einfach mit Standardböden arbeiten. Geht nicht anders. Und dann kann man hier so hin. Und hier mache ich gleich Absturzsicherung. So, auch erledigt. Was ist hier? Hier war alles gut, ne? Da war sowieso nichts mehr. Nee, gut. Hier ist auch alles. Hier. Ah, ja. So. Hier auch noch. So. Ich glaube nicht, dass ich da noch einen Fahrstuhl reinkriege. Das wäre nämlich echt cool, wenn wir den da noch reinkriegen würden. Da hätte man zumindest die Höhe, die wir brauchen, um weiterzumachen. Das müsste der Vierer, der Dreier. Ah, der ist noch irgendwie. Ich stell den mal da ab. Der macht das nicht mehr, nee. Okay. Hä, wo steht der denn? Achso, der steht unten. Ich muss mal eben gucken, wo der jetzt ist. Das wäre aber genau die Höhe, die wir brauchen. Hm. Ja. Da ist er. Da haben wir ihn drin. So, dann können wir das nämlich wieder wegnehmen. Dann kann man hier ja so durchgehen. So ist doch gut. Oder ich nehme den komplett raus. Ja, mach eine Röhre rein. Röhre machen. Röhre. Oder so ein. So einer ist auch gut. So, haben wir den Strom, der Knupsi ist hier oder Knupsi ist dort. Oh, da muss ich aber auch aufpassen. Boden. Ich brauche noch einen Boden. Ich muss nochmal versuchen, ob wir da nicht einen kleinen noch reinkriegen. Es ist so schade, dass das so offen ist. Nicht richtig da drin, ne? Nee, dreht den nochmal. Was macht der denn? Der ist doppelt jetzt. Aha. Schon ein bisschen komisch hier jetzt gerade. Okay, dann muss ich dort aber auf jeden Fall Absturzsicherung machen. Dann springe ich da nämlich selber runter. Dann nehme ich die Platten wieder raus. So. Super. Das passt. Hier noch mal versuchen zuzukriegen. Ein so. Ein großer vielleicht. Ja. Super. Der kann jetzt hier rüber. Und dann packe ich da doch glatt noch einen kleinen rein. So. Ja, das ist doch gut. Trotzdem mache ich den jetzt mal so zu, irgendwie. Ja, so. Hier nämlich noch die Möglichkeit, notfalls
eine Treppe hinzustellen oder so. Das wäre überhaupt die Idee, ne? Dass ich hier jetzt doch nochmal eine Treppe hinstelle. Eine, die nach oben aufs Dach geht, auf jeden Fall. Da geht da schon nicht mehr dran. Moment, vielleicht sowas. Nee, das geht nicht. Jetzt wird doch die nehmen. Gut, dann stellen wir die einfach nur erstmal so hin. Ja, irgendwann verlässlich, weiß, hab verstanden, verstanden. Das scheint genau zu passen diesmal. So finde ich das aber schon mal gar nicht schlecht. Wir haben hier zwar jetzt eine Lücke in dem Ganzen. Kriegen auch wahrscheinlich nichts da rein. Könnten versuchen, hier eine Leiter hinzustellen. Dann hätten wir da hinten noch ein Bett. Das ist auch eine Idee. Das ist eigentlich sogar die Idee. Rastet nicht ein, aber macht ja nichts. Können wir hier nämlich noch ein Bettchen, ein Bett hätten wir, da hätten wir keine 13, 14. Ups, falsch. Der muss das sein. Nee, wo ist denn die Öffnung? Da. Klasse, das passt doch. So, jetzt nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und 10. 11, 12, 13, 14. Na, ist doch prima. Und wenn wir nach oben wollen, können wir halt hier hochgehen. So, ich gehe mal raus. Dann hätten wir nämlich hier oben auf jeden Fall eine Ebene, auf der wir laufen können. Na, du kannst beamen, ne? Ich kann das nicht. Nee, ich finde das unfair. Hier sollten wir natürlich nicht runterhüpfen. Aber wenn wir mit dem Fahrstuhl fahren, können wir dann später auf jeden Fall da rausspringen oder irgendwas. Müssen wir mal schauen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Dach. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Hier ist auf jeden Fall der Aufgang. Wäre natürlich hier auch ganz gut angebracht. Gucken wir mal, ob wir... Und hier könnten wir doch auch wunderbar noch was bauen. Jetzt die nächste Etage hätten wir doch auch noch. Ja, ich baue jetzt aber erstmal nicht. Ich mache jetzt mal erstmal aus. Sonst wird das Video wieder zu lang. Ich bin sowieso schon über der Zeit. Ich überlege mir jetzt hier noch ein bisschen was und dann schauen wir mal weiter, wie wir das hier handhaben. Vielleicht bauen wir nur eine Etage ein, auf der wir Pflanzen hinstellen können. Das wäre, glaube ich, ausreichend. Und das wäre, glaube ich, sehr gut. Dann könnten wir unten, also hier, Geschäfte hinstellen. Da können wir nämlich auch, ja, aufmachen können wir es immer noch nicht an der Stelle, aber von dort können die Leute ja kommen. Das wäre gut. Das machen wir. Sieht doch auf jeden Fall ordentlich aus als das andere, oder? Naja, ich glaube schon. So, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bitte den Daumen hoch. Dankeschön, tschüss.